Herr Professor, ich stelle mir das immer gerne praktisch vor. Ich bin 55 Jahre, habe jetzt gerade einen Herzinfarkt erlitten. Mein Kardiologe rät mir jetzt zu einer herzgesunden Ernährung. Jetzt gibt es ja so viel unterschiedliche, widersprüchliche Tipps von einer Low-Fat-Ernährung über Low-Carb zu Paleo und ketogene Ernährung. Was ist denn jetzt wirklich wissenschaftlich gesichert eine herzgesunde Ernährung? Eine herzgesunde Ernährung ist eine fettarme und kohlenhydratarme Kost. Dann bleibt dir nur noch das Protein übrig. Das stimmt. Aber wichtig ist, unter den Fetten, Kohlenhydraten oder Proteine, dass sie hochwertig sind. Hochwertige Fette sind ungesättigte Fettsäuren aus Ölen, aus Fisch und weniger aus Fleisch, Käse, Butter. Hochwertige Kohlenhydrate sind pflanzliche Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, weil die gleichzeitig einen hohen Ballaststoffanteil haben und natürlich einen hohen Sättigungsgrad haben. Und hochwertige Proteine sind auch Proteine aus pflanzlichen Produkten, weil man natürlich, wenn man Proteine aus tierischen Produkten zu sich nimmt, schon wieder viel Fett, tierisches und damit gesättigtes Fett zu sich nimmt. Wir wissen natürlich jetzt alle, es ist nicht das Einfachste, eine jahrzehntelang eingeschleifte Ernährung zu verändern. Wie würden Sie mich als Herzinfarktpatient denn jetzt motivieren? Was würden Sie sagen, war vielleicht überhaupt der Anteil der Ernährung an meinem Herzinfarkt und umgekehrt, was bringt es mir jetzt tatsächlich noch, meine Ernährung zu verändern? Also wir sagen, dass 30-40% der Herzinfarkte aufgrund der Ernährung oder sich auf die Ernährung begründen. Und von daher ist das ein ganz wichtiger Teil. Und wenn es aber jetzt schon passiert ist, kann man die Gefahr, dass wieder etwas passiert, natürlich stark verringern, indem man sich jetzt bewusst ernährt. Das Wichtigste an der Ernährungsumstellung ist ja, dass man selber zu einer neuen Philosophie findet. Es ist ja weniger, den mal zu darben, aber am Ende doch wieder zurückzufallen in sein altes Muster, als langsam zu einer neuen Philosophie zu finden. Ich sage meinen Patienten nicht, nehmen Sie 10 Kilo ab, sondern sage ich, ernähren Sie sich anders. Informieren Sie sich in der Rehabilitation, gucken Sie im Internet. Wir können gern miteinander sprechen und finden Sie zu einer anderen Philosophie. Und wenn es dann im nächsten halben Jahr erstmal ein Kilo nur ist, aber mit einer anderen Philosophie, so wie wir gerade gesprochen haben, über Fette, über Proteine und Kohlenhydrate, dann ist es schon ein Riesenschritt nach vorne. Wenn wir jetzt über Herzinfarkt und Ernährung reden, dann ist natürlich auch das Thema Cholesterin nicht weit, das Reizthema der Nation. Über das Frühstücksei wird seit Jahrzehnten gestritten. Essen Sie noch ein Frühstücksei? Ich esse wenige Frühstückseier, weil ich zu denen gehöre, die eben versuchen, möglichst wenig Cholesterin über die Nahrung aufzunehmen. Es gibt sogenannte Responder und Non-Responder. Die einen reagieren viel, viel härter auf Nahrungskolesterin als die anderen, aber wir alle reagieren darauf. Und wir alle bekommen, wenn wir Fette essen und damit Cholesterin, bekommen Peaks im Blut, Cholesterin-Peaks, die jetzt ja schon wieder an den Gefäßen kratzen können. Deswegen würde ich jedem, der sich jetzt auch nicht kennt als Responder oder Non-Responder, würde ich jedem raten, genauso sein Ernährungskolesterin im Griff zu haben oder zu reduzieren oder möglichst wenig Cholesterine zu sich zu nehmen. Und das geht ja einher wieder mit möglichst wenig Fett, saturiertes Fett, möglichst wenig Fleischprodukte. Es schließt ja sich am Ende ja wieder der Kreis. Wer sich bewusst ernährt mit hochwertigen Lebensmitteln, nimmt automatisch weniger Cholesterin zu sich. Genau, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das kann ich nur bestätigen. Vor Ihnen sitzt nämlich das lebendige Beispiel. Ich habe es tatsächlich selber geschafft, durch eine Lebensstilveränderung, allen voran durch eine kluge Ernährung, mein eigenes LDL-Cholesterin von 156 auf 108 Milligramm pro Deziliter abzusenken. Also es ist sehr wohl möglich, durch Lebensstil das LDL-Cholesterin zu beeinflussen. Unsere Medikamente können noch so gut sein, wenn nicht aufgehört wird zu rauchen, wenn er nicht aufhört zu rauchen und sich auch bewusst ernährt, dann arbeitet er selber schon wieder so sehr gegen sich, da können auch unsere Medikamente nicht mehr so viel helfen. Deswegen geht es immer gemeinsam. Also erst natürlich an erster Stelle Lebensstiländerung, nicht mehr rauchen, Ernährung umstellen, sich bewegen, also an Sportprogrammen teilnehmen und dann zusätzlich mit unseren Medikamenten arbeiten. Und die wissenschaftliche Basis, die Studien für eine medikamentöse Fettsenkung sind fantastisch, so dass man
diese Medikamente auf alle Fälle nehmen sollte, um den erneuten Herzinfarkt zu vermeiden. Kann ich denn mein LDL-Cholesterin umgekehrt, ist ja ein lebenswichtiger Baustoff, auch zu stark absenken? Nein, da gibt es bis heute keine Hinweise für. Cholesterin wird gebraucht für die Funktion der Zelle. Aber wir werden mit ganz, ganz niedrigem Cholesterin schon geboren und funktionieren ja fast am besten als kleine Kinder. Von daher, da gibt es keinen Hinweis zu. Diese Angst braucht niemand haben. Das heißt, Cholesterin ein lebenswichtiger Baustoff, ja, aber im Blut könnten wir darauf verzichten. Wir können im Blut darauf verzichten und die Zelle hat immer noch genug. Herr Professor, von den vielen unterschiedlichen Ernährungsformen wird ja seitens der Herzstiftung immer wieder unisono die Mittelmeerküche empfohlen. Was sind denn aus Ihrer kardiologischen Sicht wirklich die wirklich knallharten Vorteile dieser Ernährungsform? Die Vorteile sind, dass sie aus viel Gemüse, aus vielen Früchten besteht und diese sind selbst hergestellt, unverarbeitet und nicht industriell hochverarbeiteten. Das ist aber dann nicht der fettige Gyros-Teller von der Taverna Hellas gegenüber oder die Pizza Quattro Stagioni? Richtig, also es sei denn, die sind mit Olivenöl gemacht. Herr Professor, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Interview. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es jetzt schon wieder von unserer Seite. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen zeigen, dass eine herzgesunde Ernährung alles andere als kompliziert ist und mit ein bisschen Kreativität sogar richtig gut schmecken kann. Und wenn Sie da etwas Anregung brauchen, dann schauen Sie mal in die vielen guten Bücher zur mediterranen Kost. Hier zum Beispiel auch ein sehr schönes Exemplar der Deutschen Herzstiftung. Und dann wünschen wir Ihnen von jetzt an viel Spaß beim Selberkochen. Machen Sie es gut, bleiben Sie schön gesund, Ihr Dr. Hart. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, wer mich schon so ein bisschen kennt, der weiß ja, dass ich die Dinge gerne einfach und logisch halte. Und was unsere Ernährung angeht, da gibt es diesen einfachen und logischen Zusammenhang. Und zwar zwischen dem Auftreten der Fettsucht, der Adipositas in einem Land und der Verbreitung sogenannter ultraverarbeiteter Lebensmittel, nämlich hochverarbeiteter Industrienahrung in diesem Land. Und zwar ist es so, dass je mehr sich die Menschen in einem Land von Fertiggerichten und Industrienahrung ernähren, desto häufiger erkranken sie eben an Wohlstandserkrankungen wie der Fettsucht mit ihren Folgekomplikationen wie Zuckerkrankheit, Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. Warum ist das so? Das liegt vor allen Dingen daran, dass diese ultraverarbeiteten Lebensmittel ganz wenig noch mit wirklichen echten Lebensmitteln zu tun haben. Das sind heutzutage Hightech-Produkte, die von Lebensmittelchemikern designt werden und dementsprechend vollgestopft sind mit Industriezucker, mit Salz, mit meistens schlechtem Fett. Und gleichzeitig werden diesen Nahrungsmitteln ganz bewusst wertvolle Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Ballaststoffe, die uns ja auch irgendwann mal ein Sättigungsgefühl vermitteln würden, die werden herausgezogen. Die Folge ist natürlich die, dass wir nie wirklich zufrieden und satt werden und immer mehr von dieser Industrienahrung essen können, dadurch immer mehr Kalorien aufnehmen. Und die Folge sehen Sie alle, das ist eben diese wahnsinnige Adipositas-Epidemie, die über unseren schönen Planeten rollt. Und ich habe Ihnen heute jetzt mal mein Lieblingsbeispiel hier mitgebracht, eine Sweet Chili Soße, eine süße Chili Soße. Und jetzt dürfen Sie mal schätzen, wie viel Zucker diese Soße enthält. 58 Gramm Zucker auf 100 Milliliter Soße. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von Ihnen würde denn tatsächlich für sich und seine Lieben eine Soße herstellen, wo er 2/3 der Füllmenge dieser Flasche erstmal mit Haushaltszucker, mit Industriezucker abfüllt? Das ist doch der Wahnsinn. Und ich möchte jetzt auf diese Weise einfach mal die Augen öffnen für die aus meiner Sicht zwei ganz alles entscheidenden Grundregeln einer gesunden Ernährung. Nummer 1, versuchen Sie so oft es irgendwie geht, wieder Ihre Nahrung selber zuzubereiten. Kochen Sie selber, das macht nicht nur Spaß und entstresst herrlich, sondern Sie wissen dann eben auch wirklich, was in Ihrem Essen drin ist. Und zweitens, essen Sie wieder echte Lebensmittel, also solche Nahrungsmittel, die auch unsere Vorfahren noch als Lebensmittel erkannt hätten, so wie Oma und Opa sie noch auf dem Wochenmarkt oder beim Bauern gekauft haben. Und wenn Sie es dann noch schaffen, sich pflanzlich betont zu ernähren, also den Fokus wirklich setzen auf frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und leckere, knackige Salate und gleichzeitig den Industriezucker massiv reduzieren, vor allen Dingen auf Softdrinks verzichten und auf die versteckten Zucker in Fertiggerichten und Industrienahrung zu verzichten, dann haben Sie schon richtig viel erreicht.
eine Ernährungsform, die all diese Prinzipien schon von Natur aus in sich vereint, das ist die mediterrane Küche. Gibt es jede Menge richtig schöner Kochbücher drüber. Schauen Sie mal rein und dann fangen Sie gleich heute Abend an, selber zu kochen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein bestätigendes Like. Vergessen Sie auch nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und das Video mit anderen Menschen da draußen zu teilen, die dieses Thema ebenfalls interessiert. Das war es jetzt von meiner Seite. Bleiben Sie schön gesund. Machen Sie es gut. Ihr Dr. Hart.